mich, du musst Friedrich empfangen. Morgen kann er der Kaiser sein. Weißt du nicht, was das heißt? Sprichst du denn mit mir? Bist du krank? Du hast es nicht erlebt, Ludwig, wie wir das Reich gegründet haben. In Versailles, im Spiegelsaal. Alle waren da. Nur einer fehlte. Ein König. Ludwig von Bayern. 1.500 waren versammelt, Kopf an Kopf, unübersehbar. Du hättest es hören sollen, du, die Orgel, die Musik. Und dann wie Donnerschläge. Hua! Hua! Und die Stille dann, als Bismarck sprach. Im Kürass, glänzend von Silber. Ja, und dann weinte der Kaiser. Dann kam wieder so ein Donnern zu den Fenstern herein. Wirklich, es klang nicht wie Musik. Heil dir dem Siegerkranz, Herrscher des Vaterlands, heil Kaiser dir, Fürsten des Thrones Lands, die hohe Wonne, ganz Liebling des Volkes. Kennen Sie, das sind die Kanonen des Kaisers. Sie schießen auf uns, Ludwig! Geschieht nichts. Es geschieht ja nichts. Wir müssen fort aus der Residenz, Ludwig. Komm, fort aus dieser Welt. Fürchtest du dich? Aber das brauchst du nicht. Du ahnst gar nicht, wie still es dort ist. Manchmal höre ich noch den Kanonendonner von draußen und das Hurra. Aber der Doktor hat meine Fenster vergittert, damit niemand zu mir herein kann. Wie ist denn der Guten? Man gewöhnt sich an ihn. Man gewöhnt sich. Was soll ich denn tun, Bruder? Dich fügen, Bruder.